Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück. Fallout 76, so. Ich fange anders an. Wir wollen zusammenspielen. Robin Hood ist wieder mit am Start und wir haben jetzt rausgefunden, okay, das macht man im Spiel. Wir haben jetzt erstmal über die Webseite geguckt und geschaut und da kann man noch Follow machen und Profil angucken, wie auch immer. Ja, jetzt haben wir uns gedacht, so gut, dann über den Launcher. Über den Launcher haben wir auch nichts gefunden. Im Spiel, warte, ich mach's nochmal weg. Ja, klicken, um Freunde hinzuzufügen. Kann man schnell überlesen. Also, was ist da, ne? Kann man schnell überlesen. Bei Steam zum Beispiel gibt's auch so ein Feld ganz unten an der Freundesliste, aber, oder ganz oben war's, glaub, je nachdem, was du für Ding hast. Und, da kann man, wenn man, was weiß ich, 500 Freunde hat, kannst du da drinnen suchen, ne? Nach Freunde. So, ne? So, und hier klickst du einfach rein, gibst deinen Namen ein, in dem Fall ist es dann unser Robin Hood. Und ja, den add ich jetzt einfach mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder direkt im Spiel. Bis dahin, ne? Bis gleich, wir machen den Switch. Zack. So. Wir sind jetzt im Team, das heißt, wir starten auch auf dem gleichen Server. Ich kann nämlich hier nur warten. Sorry. Und ja, ich will mich nochmal bedanken für alle, die zuschauen und Grüße gehen raus an alle Abonnenten. Special-Folge jetzt. So, ich hoffe, dass es mit dem Laden nicht allzu lang dauert. Ja, und dann schauen wir mal, was wir so alles machen. Missionstechnisch und dann ja, so, Welt gefunden, geht direkt los. Und wir haben es gerade schon probiert, aber es hat nicht, die Welt hat unendlich lang geladen und wir kamen nicht rein, mussten wir nochmal von vorne starten. Wir testen es jetzt nochmal. Da stand, er hat eine Welt gefunden. Ja, stand bei mir auch, Welt gefunden. Ja, das wird er aber vorne aber auch angezeigt haben. Weiß ich nicht, da habe ich ausgesagt nicht drauf geachtet. Aber jetzt ist mir so ins Auge gesprungen. Direkt Welt gefunden und dann... Genau, ja. Ja. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr mal mit uns zusammenzocken wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, dann tauschen wir Steam-Namen oder so aus. Kommt ihr mal in Teamspeak rein, dann können wir mal zusammenzocken. Genau. Natürlich auch andere Spiele. Ja, alles was wir so haben, ne? Ah, jetzt kommt schon mal Musik im Hintergrund. Ja, ich bin drin. Siehst du? Du bist in guter Stimmung. Okay, aber sehe dich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo. Haben wir. Ja, bei mir lädt er noch, aber. Jetzt bin ich drin. Ah, oh, ich hab schon wieder Durst, Alter. So. Frage ich bloß, wo du jetzt bist. Ich guck mal auf die Map. Was Spielersymbol ändern? Sagt er mir auch an. Zum Markt-Hummel-Shop. Weiterspielen. Ich hab auch weiterspielen gedrückt. So. Da unten bist du. Wenn du sagst unten, muss ich oben gucken. Ja. Achso, da. Ne, markierter Ort von Robin Hood. Ach, da bist du. Du bist dieser Stern. Ah. Du bist dieser Stern. Wie kannst du dir schnell reisen? Soll ich mal schnell zu dir hinreisen? Ja, mach mal. Bleib ich hier stehen auf der Straße. Das kostet auch erst keine Kronkorken, sonst kostet die Schnellreise immer Kronkorken im Singleplayer. Ja, zu Spieler ist es kostenlos. Das war gut so. So, lädt kurz. Bin ich bei dir. Da bist du. Ja. Geil.
Weiß gar nicht, was eben, warte mal, eben uns, was klappt das hier? Hallo! Ich habe einen Fischerhut auf. Nice. Ja, und du hast jetzt bestimmt Aufträge, ne? Ja. Quests. Soll ich die mit dir machen, weil ich bin ja schon im so viel hast du noch nicht getrunken, oder? Ja, dann machen wir wohl deine Aufträge, würde ich sagen, weil ich bin ja schon Level 10. Du bist auch schon Level 8. Level 8 war es, glaube ich, ja. Finde den nächsten Tagebucheintrag in der Tech-Universität. So, ich nehme jetzt erstmal die Brandarzt. Ah, ich bin schon wieder dehydriert. Ja, das habe ich schon gepusht. Wenn man eine Karte drin hat und die längere Zeit spielt, dann kriegt man irgendwann mehr Karten von denen und dann kann man das auf 3 Sterne pushen. Aber ich muss jetzt auch was trinken. So, einmal habe ich. Auf, nee, das nehme ich nicht. Ich habe was anderes. Ah, guck mal, du hast die gleiche Axt wie ich. Ja. Die habe ich gefunden gehabt in der letzten Folge. Am Flugplatz war das, glaube ich. Okay, wo müssen wir mal gucken, was wir hier auf der Map haben, weil hier war ich noch gar nicht. Ah, hinten müssen wir hin. Event haben wir auch noch nicht auf der Karte. Ja, sonst marschier doch einfach dahin, wo du was hast. Weil du bist ja hier gewesen. Dahin muss die Universität sein und da ist das nächste Tagebuch-Ding. Von der Tante hier. Mission der Aufseherin. Hast du den Drachen eigentlich schon mal gesehen? Nee, den Drachen nicht, aber so ein komisches... Was ist das denn hier? Hier ist ein Opossum. Das muss man sich holen. Kannst du das auch looten? Opossumfleisch, jo. Ja, wunderbar. Dann haben beide nämlich was davon. Ja, die Loots werden immer... Doppelt. Doppelt, jeden. Genau. Das sieht schon mega aus, ne? Ja, schon geil. Aber auch dunkel nicht so, aber das ist ja auch bei State of Decay so. Ja. Was auch bei Fallout 4 nicht so war, kann ich mich nicht dran erinnern, dass die Gegner Blut abwerfen. Also, dass die bluten dann auch und dann... Ach, da hinten ist eine große Stadt. Ui, und ist Autobahn oder sowas, oder Schnellstraße, Bundesstraße, was weiß ich. Ja. Aber die Autos kannst du nicht mehr looten, ne? Ich glaube, bei Fallout 4 konntest du noch die Autos looten. Das kann gut sein. Aber die machen zwar ja nicht alle, so viele aber... Updates. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich das hier irgendwie. Ach, ich habe hier auch was. Markierung entfernen. Nee, den hast du. Ach, das war deine Markierung, ja? Also, hier müssen wir geradeaus über die Brücke. Speisung der Hungrigen. Hier ist ein Event. Aber das habe ich schon mal gemacht. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das schon hab. Ich glaube nicht, dass ich das schon hab. Ja, wir können das ja mal machen. Musst du bloß annehmen. Ja, dann müssen wir reinlaufen in den Kreis da. Genau, ja. Genau. Das ist da hinten in dem, wo die weiß-roten Schornsteine sind. Ja, jetzt kommt beigetreten. Hm? Achtung, Responder. Müssen wir da rein? Mittelverarbeitungsmaschinen, genau hier rüber. Deutsche sind endlich so weit. Da wird schon geballert. Dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik. Ach, hier die Pflanze, ne? Busblume. Die
Maschine macht einen Höllenlärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Ja, wir müssen hier rein, das ist hier. Suche in der Fabrik nach Zutaten. Wir hier rein. Hier in der Fabrik sind die Sachen, die man braucht. Hey. Zutaten platzieren, ich hab aber nichts. Guck mal, hier ist zum Beispiel was. Guck mal her. Hier ist zum Beispiel liegt was. Gewürfelte Gemüsemischung. Und das, was du hier, so eine Dinger sind das. Da hinten ist auch noch mehr. Hier ist noch was. Ist hier auch noch. Hab's reingelegt. Ja. Genau. Ich habe schon drei Sachen. Ich weiß auch schon, wo das ungefähr ist. Yes. Hundefutter in der Dose ist hier zum Beispiel. Muss man das auch abgeben? Nee. Kaffeekanne. Das hier, okay, es geht nichts. Ah, ich habe auch abgegeben. Ja, eins habe ich auch schon drin. Ja. Das ist eigentlich ganz easy. Bloß das dann. Ja, ich verrate jetzt nicht, wie das passiert. Was das passiert nachher. Ich weiß das ja schon. Das wird nämlich nachher noch schwieriger. Das ist ja jetzt noch Pillepalle. Das da zu suchen und da reinzupacken. Oh, ich habe schon wieder Durst, ey. Obwohl, ich habe noch nicht so viel getrunken, aber ich habe einen habe ich noch gefunden. Hier oben ist wieder Hundefutter in der Dose. Das hier unten. Jum-Jum, russische Eier. Russische Eier, ja. Die brauchen manche deutsche Männer auch, Alter. Russische Eier. Ja. In Russland gibt es noch richtige Männer und richtige Frauen. Aber ja. Ich hab mir sagen lassen, in Polen auch. Ah, hier ist eins. Hab eins. Ich hab auch schon wieder genug. Okay, es reicht aber irgendwie nicht. Terpentin, Sturmfeuerzeuge. Ja, hier liegt noch ein Redaway. Also hier, es musste überall mal lang gehen. Ah! Eine Radkakerlake. Ah, hier hinten sind auch noch zwei Stück. Ach, die Zeit hätte nur noch 7 Minuten. Das Event war schon lange am Laufen. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Das wir haben nur noch 7 Minuten, um das zu befüllen. Ja, hat das ordentlich was gebracht? Hier sind noch Sojawürfel, zwei Stück. Auf der Toilette waren noch welche. Geh ich nochmal hoch. Hier warst du schon oben. Oben habe ich schon mal geguckt, aber habe so jetzt nichts gefunden. Doch, hier oben müsste noch irgendwo was sein. Ich habe hier oben was. Ne, jetzt die Kaffeekanne. Hier ist, ach doch, hier ist einer. Sojawürfel mit Fleischaroma. Davon brauchen wir noch einen. Genau den habe ich schon. Jetzt. Warte mal. Coca-Cola-Flasche. Das hier. Mechanikeranzug. Dann nehmen wir den mit. Okay. Drei Rinderdinger brauchen wir noch. Sojawürfel habe ich auch noch ein. Das hier, Hundefutter in der Dose. Ach, ich bin schon wieder überladen, ey. Kann nicht mehr laufen schnell. So, ich pack das jetzt hier rein. Mal gucken, was das gebracht hat. Hier habe ich auch noch einen gefunden. Ah, wir brauchen Rinderbouillon. Wo gibt es denn Rinderbouillon? Hey. So, hier habe ich noch zwei im Regal. Ah, ja, dann ist das hoch? Für mich vielleicht auch da oder nur für dich. Guck mal, denn da hoch.
Da oben im Regal, siehst du es? Da ist noch eine Dose. Ja, das sehe ich auch, ja. Warte mal. Kann man hier runterspringen? Nee, ne? Muss ich erstmal wieder auftanken. Ich kann jetzt gar nicht mehr laufen. Ich muss mich unbedingt mal entleeren hier. Entleeren. Ich schmeiß mal eine Waffe weg hier. Baseballschläger nicht, aber... Ja, nehmen wir die Auto... Okay. Automatik. Rinderbouillon fehlt jetzt nur noch. Jetzt kann ich wieder schnell laufen. Alter. Wie lange haben wir noch Zeit? 5 Minuten, oder das werden wir wohl schaffen. Für die 2 Stück da. Das ist Rinderbouillon, ja. Wo ist hier Rinderbouillon? Wo waren hier drin, oder was? Ist das jetzt die Nadel im Heuhaufen, oder kommt da nicht immer wieder Neues? Das weiß ich nicht. Ja, das wäre nämlich blöd, weil... Ich glaube, das ist jetzt die Nadel im Heuhaufen. Ich guck nochmal alles ab, wo ich selber noch nicht lang gelaufen bin. Ah, hier oben. Ja? Ja, hier oben drauf. Wunderbar. 2 Stück. Das sind, glaube ich, die 2, die noch fehlen, ja, ja. Ja, wunderbar. So, dann geht's nämlich gleich noch weiter mit dem Event. So. Okay, das ist drin. So, aktiviere die Maschinen zur Lebens... Achso, das musst du erst machen. Aktivieren. Wo ist denn das? Da oben, oder? Hier. Ach, da. Hm. Maschinenstatus. Ach, jetzt aktivieren, so. Jetzt geht's nämlich los. Saug! Wir müssen die Maschinen beschützen, ne? Okay, siehst du alle? Die Anzeige? Ach, es sind 3 Stück, scheiße. Wo stehen die? Hier ist eine. Wo ist die andere? Ach, da oben. So, das sind jetzt 5 Minuten, wo wir das alles beschützen müssen. Eine ist auch oben. 2 sind hier unten eben. Gehen wir nach oben. Oben ist nachher fast nichts mehr los. Also das meiste spielt sich unten ab, wo du jetzt bist. Und hier ist noch kein Gegner. Kommen da welche? Noch kommt ja keiner, ne? Nee. Aber das... Wenn wir alle 3 schaffen, dann kriegen wir, glaube ich, einen besseren Bonus, als wenn wir nachher nur eine schaffen und die anderen beiden kaputt sind. Da kommt schon wieder welche. Jo, hat auch schon wieder welche kaputt gemacht. Alter, die sind aber ganz schön stark, Alter. Na? Die eine, die zweite müssen wir echt aufpassen, ey. Das ist die zweite hier. Ja. Die hat ziemlich wenig hier unten. Dann also ist die dritte oben. Unten, ja? Ach so, jetzt ist nur noch 2 und 3. Finde das mechanische Problem. So, hab ich schon. Wasserdruck übersteigt, bitte Sicherheitsventil benutzen. Mach ich jetzt. Geschlossen. So, ich renne wieder zu der anderen hin. Dass die nicht kaputt geht in 3 Minuten.
Ja, bei dir passiert noch was, ne? Ja, ich klopp hier gerade. Oh, da muss ich dir helfen. Was da? Immer das ganze Maulwurfsrattenfleisch, da kann ich mir viel Essen davon machen. Ja, das Problem, das verdirbt halt nach einer Zeit. Oh, ich habe jetzt Hunger und Durst, ey. Momentan kommt hier noch keiner. Wo ist der Bourbon? Hier, Bourbon. Noch schön am Saufen. Essen habe ich auch. Wunderbar, hat geklappt. So, Hüttende Futter in der Dose, die mag ich am liebsten, weil die verderben nicht. Nö, die sind auch gut. Aber die droppen nicht mehr so oft. Oh, hier bin ich auch. Hey! Knapp, ey. Das war knapp, ey. Boah. Ich blute ja erst alles. Zwei Minuten noch. Oben passiert gar nichts. Die dritte Maschine. Draußen ist schon dunkel. Jo. Oh! Hier. Das Rohr. Wo ist das Rohr? Oben oder was? Nee? Ja, oben. Doch oben, ja. Schnell wieder runter. Jo. Weil das Jortenwitz. Da kommt schon einer. Müssen unten, die sind am wichtigsten jetzt. Eine Minute 40 noch. Na, wo kommt ihr Schweine? Da welche? Nee. Ah, das sieht gut aus. Noch, ich guck auch mal hier draußen. Da kommen sie. Komm her! Komm her, du Affe! Ja. Eine Minute noch. Was wir als Belohnung bekommen, wenn wir alle drei Maschinen geschafft haben. Ja, ich höre schon wieder ein. Da kommt er. So. Fast ein Level aufgestiegen. Noch bald Level 11. So, da. Da! Kommt da einer? Nee. Na, 15 Sekunden noch. Haben wir gut geschafft. Letztes Mal, als ich das gespielt habe, hatte einer sogar eine Power-Rüstung. Und wir hatten eine Maschine verloren gehabt. Ja gut, Rüstung ist nicht alles. Nee. So, mal gucken, was wir als Belohnung bekommen. Challenge abgeschlossen. Gucken. Gegenstandsbelohnung. Stimpack, Patronen und was zum Futtern. Das Dual-Töter ist Lederausrüstung, linkes Bein. Lederausrüstung, linkes Bein, das ist... Dual-Töter.
Minus 15% Schaden durch Lule. 5 und 11. Ich habe hier linkes Bein gehärtet. 8 und 5. Ja, das ist gut. Das ist, kann ich super gebrauchen. Ich habe nämlich für linkes Bein Stufe 5 und jetzt habe ich Stufe 10. Nice. Gut. Und ich bin Level aufgestiegen. Sehen wir mal den Skill anschauen. Man kriegt, glaube ich, ab jedem zweiten Level, was man aufsteigt, neue Karten. Iloka. Okay. Ja, jedes zweite Level. Ich habe diesmal keine bekommen. Aber und da ist auch immer ein Witz dabei. Hast du das schon mal mitbekommen? Ja, ne? Ja, ja, ganz rechts dann immer. Ja. Genau. So. Ja, Stärke habe ich schon 6 investiert. Haben wir hier Glück. Glück in Dosen. Ach ja, ich wollte 1 pushen. Ach, Schnorrer ist auch gut. 40% Chance zusätzliche Munition beim Durchsuchen, ja. Salz, ein Gedicht. Ach so, Salz, dann verdirbt das nicht so schnell. Verderben 30% langsamer. Wenn du Salz dazu gibst? Ja. Okay. Oh, Stufen. Ja, das ist eine Karte, ne? Die heißt mit Salz ein Gedicht und da streut er das gerade über so einen Fleischbrocken rüber. Skillpaket. Was meinst du eigentlich? Kann man so viele Karten oben irgendwann ausrüsten, wie man will? Die kann man ja stapeln. Die kannst du alle stapeln, ja. Ich glaube, es gibt kein Maximum Level, glaube ich. Kein Maximum Level, ne? Glaube ich zumindest mal nicht. Das wäre gut. Ja, das Spiel ist ja für die nächsten Jahre eine Anschaffung, also genauso wie Elder Scrolls Online. Ich könnte ja mal Charisma machen, das ist für Gruppenquests und sowas ganz gut. Also ich nehme 40% Chance, das heißt Pharma-Fan. 40% Chance, zusätzliche Erste-Hilfe-Gems beim Durchsuchen von Gem-Behältern zu finden. Das nehme ich. Dann kriege ich, wenn man das auf 3 Sterne pusht, Ende mehr Stimpacks. Da habe ich schon doppelt die Karte. Nee. Impact stellt, achso. So, die muss ich jetzt ausrüsten. Armer Fan. So. Aber das war's. Ja. Wollen wir mal uns was zu essen machen? Irgendwo, wo man also unser Camp aufbauen. Können wir mal machen, ja. Wir haben ja so viel Maul. 30% weniger Schaden durch Essen und Trinken. Ist eigentlich auch gut. Ich bin jetzt zweigespalten. Entweder nehme ich die 30% mehr. Nee, was war das? Nee, 25% weniger Durst. Also Getränke löschen 25% mehr Durst. Ja, das habe ich schon gepusht. Auf 3 Sterne habe ich das schon gepusht. Das kann ich dir denn sehr empfehlen, weil Wasser ist sehr knapp. Nee, Wasser kannst du doch immer abkochen. Wasser ist für mich kein Problem. Tust du abkochen und dann ist gut. Ja, ich habe auch schon gute Rezepte. Ich nehme das mit der Strahlung. 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken. Und 3 Sterne ist dann, du nimmst keine Strahlung durch Essen und Trinken auf. Das ist natürlich dann super. War ja noch was zu looten. Dann haben wir hier noch ein Warning und Erfassen von Gegnern. Propaganda-Flyer. Präzision von Watz. Ich habe hier einen Propaganda-Flyer gefunden.
Warum auch immer. Visionszellen. Alles Schrott nehme ich nicht mit. Das will zu viel. Ach, hier ist noch mehr Fleisch. Schon wieder überladen. Ja. Lass sie nicht ändern. Ach, Reddells verdünnt ist hier oben auch noch. Aber. Diese Planke, die wir haben, ne, ist doch eine Zweihandwaffe, oder? Ja. So, ich werde jetzt. Dann mache ich noch auf Schaden. Kronkorken. Lose Schrauben sind hier oben noch. Du hast das ja aufgeschlossen, ne? Was? Nichts. Ah, hier. Aufbereitetes Wasser. Wunderbar. Werde ich das auch mal entsperren hier. Ich habe 65 Hartklammern habe ich. Ei! Ach cool, mit R kannst du dann die noch auf. Ah, okay. Aufwerten. Ja klar. Doch 3 Sterne. Ah, nochmal 3 Hartklammern, das ist gut. Bin leider schon wieder überladen, ey. Ja, ich glaube, ich werde als nächstes pushen, dass ich dieses Essen und Getränke kein Ratte, also Rad mehr brauche. Weil das Radaway und das Rad X, das braucht echt viel. So, was wollen wir jetzt als nächstes machen? Ja, direkt vor uns die Uni. Da müssen wir sowieso hin. Okay.